Es gibt eigentlich keine Ursache, ja, dass wir zu diesem Zeitpunkt in Europa Bewegungen haben, die zurück das Rad drehen wollen und von der Union, die wir haben, dass wir Sachen zusammen hinkriegen, mhm, wieder glauben, dass es besser wäre, wenn Österreich allein oder Deutschland allein oder Frankreich allein, ja, schaffen es nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und, wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Mein heutiger Gast ist einer der bedeutendsten Politiker der Europäischen Union, der dienstälteste Außenminister Europas, und ich freue mich, dass er heute bei uns ist, Jean Asselborn. Herzlich willkommen. Bin gerne gekommen. Das freut mich sehr. Lieber Herr Minister, ich glaube, wir dürfen als Fraktionsfreunde auch irgendwie per Du sein. Ja. Lieber Herr Minister, es ist mir eine ganz, ganz große Freude, dass du heute hier bist. Jean Asselborn, Jurist, tätig gewesen an der Universität von Nancy, Spezialist für Zivilprozessrecht und nach den Parlamentswahlen 2004 als Vizepremier und Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Immigration in die luxemburgische Regierung und seitdem einer der wichtigsten europäischen Politiker, Sozialdemokrat, auch, wie ich gesehen habe, viele lokale Funktionen, mhm, wie das auch in Österreich üblich ist. Du hast kandidiert für das Parlament in Luxemburg und du kennst auch die Problematik der Regionen, weil du warst, glaube ich, 5 Jahre Mitglied im Ausschuss der Regionen und warst auch einige Zeit Vizepräsident der europäischen Sozialdemokratinnen, mhm, und Sozialdemokraten. Lieber Herr Minister, danke für dein Kommen, danke auch für deinen Wien-Aufenthalt. Wir leben in sehr schwierigen Zeiten, in sehr herausfordernden Zeiten. Wie siehst du denn gerade jetzt die Situation rund um Ukraine, Russland? Das ist eine große Herausforderung für Europa. Ja, zuerst danke, Gerhard, dass ich hier sein darf. Also ich bin, wie du gesagt hast, Minister seit 2004. Und ich muss ehrlich zugestehen, dass dieser 24. Februar etwas für mich ist, was eigentlich das ganze Wirken, das man ja als Außenminister eigentlich hinbringen muss, nämlich Kriege vermeiden, dass hier ganz vieles zusammengebrochen ist. Ich hätte nie gedacht, nach 2004, sogar nach der Krim 2014, dass Putin diesen Schritt machen würde. Er hat internationales Recht mit Füßen getreten. Er hat aber auch die UNO, die ist ja wichtig auch für Wien, alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde, um Frieden auf der Welt voranzubringen, wo er selbst, also er, seine Vorfahren, die Sowjetunion und Russland damit angepackt haben, eben nämlich die Charta der Vereinten Nationen, dass die aufgebaut wurde, dass sie respektiert wurde und alles ist kaputt gemacht worden. Mhm. Es ist eine große, große Herausforderung. Und wo wir zwei hier sitzen und reden, wir wissen ja nicht, wohin das geht, wo das auch aufhört und wann das aufhört und wie das aufhören kann. Das ist eine Ungewissheit, die, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg, die wir nie hatten, nicht nur in Europa, sondern in der Welt. Wir haben fast in jeder politischen Diskussion heute die Frage, die an politische Repräsentanten und Funktionäre gestellt wird, welche Möglichkeiten gibt es, Frieden zu stiften oder Frieden sozusagen oder herzustellen oder einen Dialog zu fördern oder zu deeskalieren? Ja, also man weiß, jedes Kind weiß, dass es so etwas gibt wie Diplomatie. Aber nehmen wir das konkrete Beispiel. Putin sagt, ich bin bereit, mit der Ukraine zu verhandeln unter 3 Bedingungen. Das erste, die Krim ist russisch. Zweitens, der Donbass, alles, was wir jetzt, diese 4 Regionen, wo diese scheinbaren Referenden stattfinden, ist russisch. Alles andere ist strikt neutral. Wenn ihr das akzeptiert, dann können wir darüber reden. Das ist
in einem Land, wo ständig noch die Menschen bombardiert werden, ist nicht annehmbar, das versteht auch jeder. Darum darf man sich nicht in den Kopf setzen und den Menschen nicht sagen, dass eine diplomatische Lösung auf dem Tisch liegt. Wir müssen auch wissen, dass vor diesem Krieg Putin gesagt hat, 14 Tage vor dem 24. Februar, er wird doch nicht glauben, dass Russen auf ihre Schwestern und Brüder in der Ukraine schießen werden. Das Lügen, und das geht ja weiter, dieses Lügen hat sich ja auch diese Ursache, in der Ukraine sind alles Nazis. Das ist etwas, was man sich ja, wenn man darüber nachdenkt, das ist verrückt, also richtig verrückt, aber Putin ist nicht verrückt. Putin ist in der Ukraine, um einen Kampf gegen die Demokratie zu führen, gegen unsere Werte zu führen. Er will keine Demokratie an seinen Grenzen haben, wenigstens nicht an der westlichen Grenze. Und das ist das, was es so schwer macht und wo keiner weiß, ich glaube, auf der Welt, kein Amerikaner, kein Europäer, keiner auch in Asien oder irgendwo, als wie man das richtig anpacken könnte. Der einzige Weg, den ich sehe, leider, ist der, dass Putins Militär in der Ukraine schwächer wird. Das ist ja schon jetzt, irgendwie hat das angefangen, dass er also schwächer wird und in einem gewissen Moment nichts anderes kann, als sich eben Verhandlungen zu stellen. Jetzt hat es nach dem 24. Februar Reaktionen der Europäischen Union gegeben. Es gibt die bekannten Sanktionen, die immer wieder verschärft oder ausgeweitet wurden. Gleichzeitig haben viele Länder, Österreich war da auch dabei, große humanitäre Hilfsprojekte gestartet. Dann ist die Frage des Kandidatenstatus der Ukraine diskutiert worden. Wie siehst du die Reaktion der Europäischen Union rund um diese Themen? Also wir haben zuallererst, das Erste, was wir gemacht haben, das hast du vielleicht jetzt nicht erwähnt, ist, dass wir unsere Grenzen aufgemacht haben. Natürlich, ja. Wir haben 9 Millionen Ukrainer in Europa aufgenommen. Ein Glück. Ja. Stell dir vor, es wäre mit den Ukrainern so gewesen, wie es mit den Syrern oder mit Afghanen wäre. Ja. Also gut, das ist das Erste, was wir hinbekommen haben, sehr schnell. Das Zweite ist, also ich kann mich das gut erinnern, nach dem, was die Bilder, die man von Butscha gesehen hat, hat man sehr schnell gesagt, wir können nicht zuschauen, wenn die Ukrainer in ihrem Land geschlachtet werden, um es auf Deutsch zu sagen. Und wir haben dann auch angefangen, eben Waffen zu liefern. Das ist das erste Mal, seit die Europäische Union besteht, dass in ein Kriegsgebiet die Europäische Union aufgerufen hat, um Waffen zu liefern. Dann kam das andere mit den Maßnahmen, mit den Sanktionen. Wir wollten ja, das ist auch heute ist das achte Paket ist jetzt am letzten Montag verabschiedet worden. Wir sind jetzt schon beim 9. Ich fürchte, wenn es so weitergeht, kommt auch noch ein 10. Was man damit bezweckt, ist, dass man Putin sagt, wir in Europa und in anderen Gegenden der Welt, wir wollen nicht noch mehr ökonomische Beziehungen haben, damit du diesen Krieg noch weiterführen kannst. Man muss hier sehen, dass Putin höchstwahrscheinlich mehr Geld in der Kasse hat dieses Jahr als letztes Jahr. Eben durch die Gaspreise, durch die Energiepreise. Und Russland importiert ja nichts mehr. Die Handelsbilanz ist sehr positiv, weil nicht mehr importiert wird. Aber das ist vorübergehend. Das wird, wenn du aber schaust, der Autoindustrie in Russland ist 60% eingebrochen. Alle Flugzeuge, die sie haben von Aeroflot, müssen gewartet werden im Westen. Ich könnte weitermachen, aber ich glaube, auch die finanziellen Maßnahmen, die wir getroffen haben, ich glaube, das war schon richtig. Wir konnten nicht zuschauen und nichts unternehmen, wenn effektiv die Ukrainer, die leiden am meisten mit ihrem Blut. Und wir müssen auch Einschränkungen von unserer Seite in Kauf nehmen. Die Sanktionen treffen uns ja auch. Aber wir bezahlen das natürlich auch mit ein wenig Angst, mit Risikos, dass die ärmeren Leute in Europa, dass die vielleicht nicht mehr so leben können, wie sie vorher gelebt haben, dass sie ihre Häuser geheizt haben, dass sie genug Geld haben, die Inflation, die vieles frisst. Darum ist Europa da. Europa ist da, um zu schauen jetzt, dass die Inflation gestoppt wird. Und zweitens, das ist das Sozial, und zweitens, dass wir eben
es hinbekommen, zusammen Energie zu haben. Für diesen Winter, glaube ich, ist das kein so großes Problem. Aber ja, es kommt auch im Winter danach. Das kommt der nächste. Also die Energiesituation ist sicher eine ganz große Herausforderung. Ja. Auch für Österreich, wo natürlich eine sehr hohe, historisch bedingt eine sehr hohe Gasabhängigkeit ist. Ja. Ja. Also wir haben uns effektiv seit dem Jahr 2000 in die Hände begeben von sehr viel Gas in Russland und sehr billigem Gas in Russland. Wir haben daran geglaubt, dass man, ich sage das ganz ehrlich, so wie viele Menschen, die auch Politiker sind oder Menschen auch in der Gesellschaft, wir teilen einen Kontinent, wir müssen unsere Beziehungen normalisieren, auch durch Handel. Und wir haben uns da total in die Hände von Putin gegeben. Wir wussten allerdings nicht, das konnte keiner ahnen. Das ist wie wenn einer sagt, ich weiß, dass die Berliner Mauer 1989 fallen würde. Auch hier hat kein Mensch das, glaube ich, in dieser Form, wie es geschehen ist, sehen können. Aber das ist ein Fehler und ich hoffe, dass wir daraus lernen. Wir haben das schon bei Covid gesehen und wir sehen das jetzt bei diesem Krieg. Die Autonomie Europas muss gestärkt werden. Ja. Wir müssen selbst für unsere Energie sorgen, wir müssen selbst für unsere Medikamente sorgen und für alles, was dazugehört, dass wir autonom funktionieren können und nach Russland uns nicht wieder in Hände von anderen begeben, wo das Gleiche uns wieder geschehen kann. Aber wir sind ja nicht schlecht aufgestellt durch regenerative, also erneuerbare Energien und alles, was dazu gehört. Das müssen wir durchziehen. Aber da wird man viel investieren müssen. Ja? Da wird man viel investieren jetzt müssen. Ja, ich glaube, wir sind doch die reichste Region der Welt. Und die Forschung, die ganze, alles, was mit Innovation zu tun hat, ist Europa nicht schlecht aufgestellt. Und da müssen wir unsere Kräfte zusammensetzen und eben und auch wissen, dass es keinen Weg mehr gibt zurück zu Gas oder zu Öl oder zu diesen fossilen Energien. Aber es gibt ja Möglichkeiten, mit regenerativen, also mit erneuerbaren Energien einen Weg zu finden. Das Schwierige dabei ist die Transition, weil die so schnell jetzt gehen muss. Sehen Sie, ich glaube, in Deutschland war ja die Idee, dass wenn man die Atomreaktoren ausschaltet, dass man dann Gas hat, um zu den erneuerbaren Energien zu kommen. Das ist natürlich durch diesen Krieg alles auf den Kopf gestellt worden. Aber hier müssen wir müssen auch wissen, in Europa, da gibt es ja große Unterschiede. Wenn Sie die Franzosen nehmen und die Franzosen setzen ja mehr seit jeher auf Atomenergie. Was die Atomenergie angeht, für mich gibt es ein kapitales Problem. Das ist, wir wissen nicht, wie der Abfall von Atomindustrie, für die Generation, die nach uns kommen, wie wir damit umgehen. Ja. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste dabei. Ja. Aber das haben wir ja bei manchen Elektroenergien, wie mit Lithium und so weiter und Kobalt und so weiter. Für mich als klärenden Politikwissenschaftler ist immer die Frage, was hat sich da in den letzten Jahren, Jahrzehnten, einem Jahrzehnt, zwei Jahrzehnten geändert? Vor etlichen Jahren ist ja Putin sozusagen auch in Europa stark herumgereicht worden, hat sehr, sehr weltoffene, liberale Ansätze. Er war in Wien, er war in Luxemburg, er war überall. Ja. Die berühmte Rede da in München bei der Sicherheitskonferenz. Das war 2007, da fing es an zu knirschen schon. Da fing es an zu knirschen, Ja, also ich glaube, Putin hat man ja hier angesehen als ein Reformator. Ja. Er hat im Deutschen Bundestag geredet. Ja, die berühmte Rede 2001, das war... Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass er diese Allianz hatte mit Kadyrov schon damals. Das kommt ja auch nicht alles vom Himmel gefallen. Aber gut, dann kam, mit Kosovo hatte er immer Probleme in dieser Zeit, um Kosovo anzuerkennen. Dann kam 2008 die in Georgien. Ich glaube, da wurden trotzdem wir alle hellhörig, dass er mit solchen Methoden operiert. Saakashvili haben wir gesagt, okay, das war vielleicht nicht... und dann, natürlich bei der Krim ist vieles zusammengebrochen, 2014. Und trotzdem nach der Krim, und das ist ja diese Frage, wo ich mich nicht herausreden kann, ich habe das ja alles miterlebt, hat man gesagt, okay, irgendwie wird das sich jetzt setzen und wir haben auch nach der Krim wieder versucht, den
NATO-Russland-Rat zusammenzubringen. Das wurde aber alles sehr, sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig. Ja. Dann hat Deutschland diese Entscheidung getroffen mit Nord Stream 2. Gut, die Diskussion hat stattgefunden, aber die Deutschen haben, ich habe Frau Merkel in München gehört, 2020, sie hat ganz, ganz strikt diese Leitung Nord Stream 2 als eine ökonomische, als eine wirtschaftliche Auslegung dahingesetzt, keine politische. Aber Putin hat uns das natürlich umgedreht. Und das, also die Schuld kann man selbstverständlich analysieren. Das Einzige, wo wir nicht mehr uns herausreden können in der Zukunft, ist, dass wir die Augen zumachen und das nicht sehen. Wie wir jetzt wegkommen von diesem Krieg, wir, vor allem die Ukrainer, das ist die Sache, wo wir helfen müssen, dass dieser Krieg mal gestoppt wird. Ja. Und wenn dieser Krieg gestoppt ist, sieht die Welt ganz anders aus. Ja, ja. Wir haben natürlich auch jetzt gesehen, dass es aber positive Entwicklungen auch gibt auf der UNO. Es sind ja mehr Länder jetzt, die sich gegen Russland, aber es sind noch zu viele, die sich enthalten. Ja, ja. Und bei denen, die sich enthalten, gibt es zum Beispiel 3 Milliarden Menschen von 8 sind die Chinesen und das sind die Inder. Komme ich vielleicht gleich zur nächsten Frage, wenn wir jetzt wir haben ja gerade jetzt die internationale Lage beobachtet, wir haben gerade jetzt den Parteitag in China. Sind wir da im Moment Zeugen einer Veränderung in Richtung einer neuen Weltordnung, die ja historisch sozusagen auf Bipolarität aufgebaut war? Also das Schlimmste, was geschehen könnte für die Welt, ich sehe das jetzt nicht aus der Sicht von Luxemburg oder von Österreich, aber die Welt, die sich ja auch noch fähig sein muss, ihre Menschen zu ernähren. In dieser Welt gibt es schon genug Menschen, die nicht jeden Tag oder die von Hunger sterben oder von Durst sterben. Wenn wir jetzt diese Bipolarität bekommen, wie Sie sagen, dass wir einerseits das, sagen wir mal, amerikanisch-europäische System haben und andererseits eben das chinesische mit einigen dazu, dann bricht der Welthandel in zwei. Und das wäre für mich eine wirklich große Katastrophe. Der Multilateralismus der Chinesen ist nicht der Multilateralismus von Europa oder von denen, die nach dem Zweiten Krieg das aufgebaut haben. Trump hat natürlich auch sehr viel kaputt gemacht. Trump hat eine Rede gehalten, wo ich dabei war, auch in der UNO. Es ist nicht mehr der Multilateralismus, sondern ist der Patriotismus. Ja. Und was Patriotismus und falscher Patriotismus ist, da braucht man nur die Geschichte der 30er Jahre in Europa zu lesen. Also wenn die Welt nicht mehr zusammengeführt wird, wenn es eigentlich das internationale, multilaterale, die 193 Länder, die auf der UNO zusammensitzen, wenn die in 2, 3 Richtungen gehen, wo sie fundamentale Unterschiede haben, dann wird die Welt sehr darunter leiden, unabhängig jetzt mal von Kriegen, die ausbrechen können. Aber die Welt lebt natürlich, die reichere Seite und die ärmere Seite haben trotzdem versucht, dass einer dem anderen hilft und nicht einfach nur hingeht und dass wir nur mehr auf Geld, also auf finanzielle Erfolge setzen. Interessen, muss man haben, aber man muss auch Werte haben bei den Interessen. Ja, ja. Und es gibt, China hat ganz andere Werte, als wir sie haben. Sie sehen, China ist total präsent, zum Beispiel in Afrika, fast in allen Ländern, ohne Bedingungen natürlich. Das sind andere Werte als die unsrigen. Und das ist der große Kampf, der, glaube ich, stattfinden wird. Wir dürfen uns als Europa natürlich auch nicht jetzt in die Ecke stellen und zuschauen, wie China und Amerika sich entwickeln, zusammen, gegeneinander entwickeln. Also dass wir immer in der Ecke stehen. Schon die Möglichkeit, dass China sich zu einem ganz, auch begünstigt durch diesen aktuellen Krieg und den Konflikt, zu einem großen Player in der Welt entwickelt. Also China wird, glaube ich, im Jahre 2030 könnte sein, dass China diplomatisch, eben durch die Einflüsse, das sehen Sie ja, in Genf fahren wir mal nicht, haben wir keine Mehrheit im Menschenrechtsrat, um überhaupt über China zu diskutieren, die Menschenrechte der Uiguren. Ja. Also da sieht man, der Einfluss Chinas auf die Welt ist gewaltig. Also das ist der diplomatische. Militärisch sehen Sie, dass Spezialisten sagen, dass militärisch gesehen
die Chinesen, wenn das die Entwicklung weitergeht, wenigstens genauso stark wird wie Amerika. Ja, und dann kommt das Dritte, das ist die Wirtschaft, die Stärke der Wirtschaft. Nun, Covid hat natürlich China auch extrem geschwächt, aber jeder wartet darauf, dass in China wieder wirtschaftliches bergauf geht. Und auch hier kann China die größte Kraft in der Welt werden. Darum, wir dürfen als Europäer, wir hatten ja auch in Luxemburg sehr, sehr gute Relationen mit China. Wir haben, ich glaube, wir haben 5 oder 6 Banken, chinesische Banken in Luxemburg. Es war eine normale Entwicklung. Ich kann mich selbst erinnern, wie diese Entwicklung auch aufgebaut wurde. Da war Vertrauen da, aber dann fing das an mit Hongkong, dann natürlich weiter mit Taiwan, dann kam Xinjiang, also die ganze Urumqi, die Uiguren-Frage. Und da sieht man wirklich auch in dieser Rede vom Präsidenten jetzt in China, dass China ein anderes Land geworden ist. Sie können auch meinen Freund Heinz Fischer fragen, er hatte sehr gute Beziehungen zu China. Das war ein anderes China. Ja, das ist, hat sich total jetzt verändert mit Xi Jinping. Wir haben ja kürzlich auch von diesen Medikamenten gesprochen. Es ist ein Großteil der Antibiotika, die zum Beispiel in China produziert werden oder in Indien oder oder viele Rohstoffe auch von China nach Europa kommen. Warum? Weil sie billiger dort gebaut wurden als in Europa. Und Europa hat, ich glaube, vor 20 Jahren, wenn eine Covid-Krise ausgebrochen wäre, hätten wir den Chinesen Apparaturen zur Verfügung gestellt, um die Leute zu beatmen. Jetzt war es das Gegenteil. Lieber Herr Minister, wir haben abseits unserer aktuellen Situation jetzt mit Russland und der Ukraine natürlich andere sehr kritische Herde in der Welt. Mhm. Einer davon ist der Iran. Wie schätzt du da die aktuelle Lage ein und die Reaktion der Europäischen Union? Also zuerst mal, wenn man heute vom Iran redet, muss man den Mut der Frauen und der Jungen, ganz der Mädchen, besonders. Muss man ganz besonders hervorstreichen. Es war ja im Iran auch anders. Sie wissen, dass hier in Wien ja große Arbeit geleistet wurde 2015, um dieses JCPOA, dieses Abkommen, atomare Abkommen hinzubekommen. Und ich weiß noch die Freude von Kerry, von Steinmeier, von Federica Mogherini und so weiter, als sie das geschafft haben. Das hat Trump kaputt gemacht. Und das war ein Fehler. Es war ein Fehler. Wir wollten nicht die iranische Außenpolitik damit, wir wollten verhindern, dass ein Regime wie der Iran die Atombombe besitzt. Und da hatten wir etwas in der Hand. Und das ist, so, das ist das eine. Das andere ist natürlich die Außenpolitik des Iran, wenn sie sehen, was sie im Jemen machen oder auch im Libanon oder vielen anderen, in Syrien. Das war nie unser Ziel, zu sagen, wenn wir das jetzt unterschreiben, dann ist alles okay. Nein, wir wollten aber Einfluss bekommen durch mehr Handel mit dem Iran. Und das wurde durch Trump eigentlich gebrochen. Das, meinerseits sehe ich das als Fehler. Jetzt ist das ein Regime, das ist ein Polizeistaat geworden. Totaler Polizeistaat. Ich kann mich erinnern, wir haben uns für dieses JCPOA 20 Jahre fast, das fing an, 2003 haben wir uns bemüht, als Europäer vor allem. Danach haben wir die Amerikaner, die Russen waren ja bei den Chinesen, die P5 plus Deutschland. Wir haben uns da wirklich eingebracht als Europäer, um das zu finden. Warum? Weil Iran näher an Europa liegt als an Amerika oder an anderen Gegenden der Welt. Historische Verbindungen. Und eine Nuklearwaffe vom Iran, die kann hier transportiert werden, praktisch mit konventionellen Mitteln. Jetzt sind wir effektiv, wir hatten die Hoffnung mit Khatami, ich kann mich da damals erinnern, vor 2005, war wirklich ein offenes, war eine große Hoffnung. Dann kam dieser Ahmadinejad bis 2012, glaube ich, da war alles zu. Dann kam Rouhani, hat man auch wieder gehofft, war auch besser. Und dann dieser Reisi jetzt hier, das ist eigentlich auch dieselbe Linie wie Ahmadinejad. Das heißt, das Regime ist zu. Ich glaube aber diesmal, dass die jungen Menschen, natürlich, das kostet viel, viel Blut, würde ich sagen. Blut. Ja. Und wie lange sie das mächtig sind oder das gegenzuhalten, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem eine Bewegung, die sehr, sehr scharf ist. Und man
möchte am liebsten dahin gehen und sagen, diesen Menschen mit Bart, also entschuldigen, ja, das heißt ja ein anderer, diesen Menschen mit Bart, du weißt, les barbus en français, das sagt alles, sagen, ja, lasst doch die, ja, jungen Menschen sich anziehen, wie sie, ja, wollen. Ja. Lasst sie, ja, doch leben und nicht, ja, einsperren. Sie haben ja keinen Sauerstoff zum Leben mit ihren, ja, mit dieser Theokratie. So, wir hoffen natürlich alle, dass das ein Durchbruch wird, können aber nur hoffen. Das bringen wir in Europa nicht fertig. Wir können nur unterstützen, so viel wir können, und natürlich auch kontestieren, dass das, was geschieht. Und, aber es ist eine wirkliche Volksbewegung. Es ist eine wirkliche Volksbewegung. Aber, ja, jetzt kommt das andere, ja, hinzu. Du weißt ja, dass jetzt, ja, klar bewiesen ist, dass sie Drohnen, ja, liefern, und nicht nur Drohnen, sondern, ja, auch Raketen. Also wir haben mit Weißrussland, ja, Belarus, ja, und mit Iran jetzt zwei Länder, die, das ist nicht der Fall für China, das ist auch nicht der Fall für Indien, aber hier, die total sich an die, ja, Seite gesetzt haben, ja, gegen die Ukraine. Und das ist etwas, wo wir als Europäer, als Westen, glaube ich, jetzt sehr stark auch darauf reagieren müssen. Aber es gibt natürlich auch die normalen Leute, ja, im Iran. Ja, ja. Und Iran ist, ja, ein großes, stolzes, ja, Land, ja, mit vielen jungen, ja, Menschen. Ja. Ich war 2015, 16 da. Die jungen Menschen haben mir alle gesagt, mit denen ich sprechen konnte, wir warten darauf, dass diese Betonklotz, der, mhm, auf uns liegt, dass der gesprengt wird, dass wir wieder in der Welt mitreden können und auch uns nochmal ein normales Leben wünschen. Haben wir in Europa oder im Westen, haben wir dort die Technisierung im Iran vielleicht übersehen? Also wir haben in Europa sehr viel auf diese Atom-Nuklearfrage gesetzt. Und auch da, wie man normal hoffen könnte, als normaler Mensch, wenn wir das hinbekommen, bekommen wir auch noch andere Sachen hin. Ja. Und wir haben wieder Handel miteinander, wir haben wieder Beziehungen miteinander, und dadurch wird dieses Regime auch wissen, dass das Interesse für das Volk, sein eigenes Volk, nicht diese Einschränkungen und die Leute, die werden ja wirklich erwürgt da, ja, 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 vor allem die, ja, jungen Männer. Ja. Die lassen sich das nicht mehr bieten. Ja, ja. Aber wie viel Blut wird auch da noch fließen, das ist zu hoffen wirklich, dass, man kann nicht von hier aus sagen, ich hoffe, dass die es schaffen, wir können ja keinen Ratschlag geben, aber so wie das jetzt da, wie die, vor allem die Frauen, nicht diese Männer, ja, ja, ganz viele Männer stehen in der dritten Reihe. Das sind die Frauen, das sind die Frauen, die sie da erheben, ja. Man kann, glaube ich, nur humanitär helfen, wo immer es eine Chance gibt, wo jemand rauskommt und so weiter. Lieber Herr Minister, ich möchte dann zum Abschluss kommen, vielleicht zum Schluss noch ganz kurz ein bisschen über die Innensicht in der Europäischen Union reden. Die Frage, die wir auch schon jetzt weitestgehend abgedeckt haben, wohin steuert Europa? Aber wir haben ja in Europa auch ein Phänomen, das uns beschäftigt. Das ist ein Phänomen von Nationalismus, ein Phänomen von Populismus. Wie müssen wir damit umgehen oder was ist hier zu erwarten? Also wissen Sie, das Jahr 2016 war kein gutes Jahr. Brexit ist auch aus Sicht von Nationalismus zu sehen. Ja. Und dann kam Trump, darüber haben wir geredet. Das, 2016 wird meines Erachtens in die Geschichte angehen, also ein Jahr, was vieles auf den Kopf gestellt hat. Jetzt haben wir die Wahlen in Frankreich gehabt. Sie wissen, die Franzosen, Macron hat keine Mehrheit mehr im Parlament. Er muss mit, das nennt man Artikel 49.3, also Artikel 49.3, der Verfassung muss er das Budget stimmen lassen, ohne Abstimmung. Das heißt, wenn das Vertrauen nicht entzogen wird, dann ist das Budget angenommen. Das ist damals von de Gaulle eingesetzt worden. Okay. So, das ist nicht gut. Das kann man auch nicht jedes Jahr machen. Sehr starke Bestimmung. Und wenn Sie sehen, ich glaube, die Le Pen hatte 42%. 42%. Und die ist natürlich viel salonfähiger geworden, aber die ist immer noch eine Linie, die nicht pro-europäisch ist und pro-Werteverteidigung in der Europäischen Union. Auch Italien. Jetzt haben wir, das ist Frankreich. Dann ist Schweden, hat ja auch schon abgestimmt und diese Schwedendemokraten sind zwar nicht in der Regierung, aber wenn man sieht, die Koalition, das Programm ist trotzdem von denen sehr schön. Dann kommt Italien, wie Sie sagen, Meloni, Salvini, Berlusconi. Also
man versteht eigentlich nicht, dass ein Mensch wie Draghi, der ja alles gemacht hat, damit Italien stabil wird, Italiener haben 200 Milliarden zugesprochen worden, ja. zugesprochen bekommen von der Europäischen Union, dass dann Draghi und die normalen Demokraten abgewählt wurden. Mhm. Aber gut, wir müssen jetzt damit leben, wir müssen schauen in Italien, das ist das dritte Land des Euro. Mhm. Ich glaube, dass Meloni das verstanden hat im Umgang mit den Finanzen, vielleicht auch im Umgang mit der Europäischen Union, mit der NATO oder so, wo es extrem schwierig werden wird, glaube ich, wenn man auch die Wahlkampagne ein wenig geschaut hat, das sind all die gesellschaftspolitischen Fragen. Die Werte, die gehen in eine andere Richtung als die, die wir jetzt in der Europäischen Union seit Jahren, ja, glaube ich, auch zu Recht verteidigen. Dann müssen wir ganz gut aufpassen, dieser Drang nach rechts. Es ist nicht mehr eine Rechte, die konventionell ist. Es ist schon eine nationalistische Rechte. Und das ist ein täglicher Kampf, um uns dagegen zu wehren. Täglicher Kampf. Das macht man nicht mit 3, 4 Aufsätzen oder mit 3, 4 Reden. Ja. Das ist ein täglicher Kampf. Wir müssen wissen, das ist die große Frage, wollen wir für unsere Kinder und Kindeskinder, dass sie in einem freien Europa leben, in einem Europa, wo die Grundrechte garantiert sind, wo es Gewaltentrennung gibt, wo es eine unabhängige Justiz gibt, wo es eine unabhängige freie Presse gibt, oder wollen wir irgendwie dazwischen mit etwas begnügen, wie der Orban sagt, der Illiberalismus? Ja. Das wäre ein anderes Europa dann, und das ist genau diese Frage wird sich stellen, wenn wir jetzt reden über Italien, über Schweden, über die Zukunft von Frankreich. Die Franzosen, also ich glaube, dass die Franzosen sich ja das Land der Liberté, der Freiheit, ne? Das Frankreich steht. Aber es ist in Europa ein täglicher Kampf, der geführt werden muss. Und wie gesagt, das ist kein Spaziergang. Ja. Und die Gegenwehr, die wir aufbauen müssen, muss mindestens genauso intensiv sein wie die Attacken, die jetzt von diesen Nationalisten, das sind Nationalisten, es sind, tut mir leid, ich finde kein anderes Wort. Als Sozialdemokrat, so im Geiste eines Bruno Kreisky zum Beispiel oder Willy Brandt oder Olaf Palme, stellt sich vielleicht die Frage, ob diese Nationalismen, ob das auch sozusagen die Folgewirkung von sozialer Differenzierung ist. Ich weiß es nicht, ob es soziale Differenzierung ist. Oder Sicherheitsgefühl, Abbau der Wohlfahrtsstaatlichkeit. Ja, also man darf, es gibt eigentlich keine Ursache, dass wir zu diesem Zeitpunkt in Europa Bewegungen haben, die zurück das Rad drehen wollen und von der Union, die wir haben, dass wir Sachen zusammen hinkriegen, wieder glauben, dass es besser wäre, wenn Österreich allein oder Deutschland allein oder Frankreich allein, schaffen es nicht. Darum ist ja die Europäische Union gebaut worden, weil kein Land die Kriminalität, die alle Fragen, die mit Umwelt, mit Klima zu tun haben, die Sicherheitsfragen, die schafft doch kein Land allein. Ja. Und darum habe ich kein Verständnis dafür. Man kann heute in verschiedenen Ländern, kann man nationale Wahlen gewinnen, wenn man stark sich gegen Europa opponiert. Leider, das gibt es. Und das muss wieder weg. Das muss weg. Unsere Kinder und Kindeskinder würden uns nie verzeihen, wenn wir hier in dieser Sache nachgeben würden. Das war der Sinn auch der heutigen Sendung, dass wir in Bildungsmaßnahmen investieren. Und es ist ja eine Sendung der SPÖ-Bundesbildungsorganisation. Und lieber Herr Minister, ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Ich glaube, wenn wir uns die Geschichte Europas nach dem Zweiten Weltkrieg anschauen, so hat es immer wieder Rückschläge, aber immer wieder Vorwärtsentwicklungen gegeben. Und unterm Strich, glaube ich, waren die Vorwärtsentwicklungen im Langzeitvergleich immer die stärkeren und die nachhaltigeren. Und in diesem Sinne, glaube ich, sollen wir die Hoffnung verbinden. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass du Zeit gefunden hast, heute hierher zu kommen. Man hat jetzt im Gespräch gesehen, du bist einer der großen Architekten, auch der großen sozialdemokratischen Architekten dieser europäischen Idee.
Und ich darf dir alles, alles Gute wünschen und darf zum Abschluss noch ein Büchlein geben, wo wir unsere ersten 25, heute war es das 58. Gespräch, die ersten 25 haben wir zusammengefasst. Das nächste Buch ist bereits in Vorbereitung. Herr Minister, vielen herzlichen Dank und alles, alles Gute. Danke, Gerhard. Danke. Danke.